Eine bekannte und aus vielen Quellen belegte Weisheit besagt, dass Macht den Charakter eines Menschen verdirbt. Es mag Ausnahmen geben, aber das sind wenige und noch weniger davon könnten diesem Einfluss über einen längeren Zeitraum widerstehen. Nehmt euch einen Moment und überlegt, wie für euch absolute Macht aussehen würde. Was glaubt ihr, wie lange es dauern würde, bis sich eure moralischen Überzeugungen in Wohlgefallen aufgelöst haben? In Undertale äußert sich absolute Macht als die Fähigkeit zu speichern und zu laden, was effektiv wie eine Form der Zeitreise funktioniert. Der Spieler lässt euch jederzeit zu eurem letzten Speicherpunkt zurückspringen oder einen Reset durchführen, der euch zu dem Moment zurückbringt, an dem ihr die Fähigkeit erhalten habt. Wenn ihr damit geboren würdet, müsstet ihr also nach jedem Reset eure gesamte Kindheit neu durchleben. Vieles ließe sich sicher mit dem Wissen aus der Zukunft zum Positiven verändern, eine falsche Freundschaft vermeiden, der vorzeitige Tod eines geliebten Menschen verhindern. Falls ihr vorher die Liebe eures Lebens kennengelernt habt, könntet ihr auch das sicher wieder einfädeln, aber ein paar Dinge wären vermutlich dennoch unmöglich zu reproduzieren. Wenn ihr zum Beispiel Kinder hattet, wären diese nach einem Reset praktisch für immer verloren, da ihr die Umstände, unter denen sie gezeugt wurden, niemals exakt reproduzieren könntet. Es gibt also noch gewisse Grenzen, aber Tatsache ist, dass alles und jeder in eurem Umfeld automatisch zu eurem Spielball wird. Der Gebrauch und Missbrauch dieser Macht ist ein Kernthema von Undertale. Einmal durch den vorherigen Besitzer dieser Fähigkeiten, Flowey, aber auch durch den Spieler selbst. Im schlimmsten Fall werft ihr eure Moral im Namen der Neugier über Bord, womit ihr Flaueys Fehler wiederholt. Und so kommen wir an diesen Punkt. Das Duell zwischen Frisk und Sans wurde im Laufe der Jahre in vielen Animationen interpretiert und aufgegriffen. Glitchtail hebt sich aber durch eine Entscheidung bereits in der ersten Sekunde ab. Der Kampf wird zwar durch eine Interpretation von Megalovania begleitet, aber diese Version von Area Rose ist kein Battle-Theme. Das hier ist eine Klage, aus Sans Perspektive. Er hat zwar keine richtige Erinnerung an die vorherigen Zeitlinien, aber dennoch wird er das Gefühl nicht los, dass dieser Kampf nicht stattfinden sollte. Und so appelliert er an Frisk, diesen Weg nicht bis zu seinem Ende zu gehen, solange er noch genug Menschlichkeit in sich hat, um sich anders zu entscheiden. Frisk bleibt von all dem nicht unberührt und so trifft er eine Entscheidung. Was auch immer nach diesem Kampf käme, kann es nicht wert sein. Er setzt zu einem Reset an, doch dann geht etwas schief. Die Geister, die er beschworen hat, wird er nun nicht mehr los. Der Kampf startet erneut, doch diesmal hat Kara Frisks Platz eingenommen, während Frisk nun wie Kara zuvor hilflos zusehen muss. Sans zieht erneut alle Register, aber zu seinem Pech kanalisiert Kara seinen inneren Merk und legt einen fehlerfreien No-Hit-Run aufs Parkett. Letztendlich ermüdet Sans und Kara bereitet sich darauf vor, ihn zu töten. Wenn das geschieht, stünde nichts mehr zwischen Kara, Flowey und Asgore. Zum Glück hat Frisk eine Geheimwaffe, Entschlossenheit. Und so geschieht etwas, was nicht sein dürfte. Frisk befreit sich und existiert nun zeitgleich mit Kara. Lang genug, um den für Sans bestimmten Messerschnitt zu tanken und Sans eine verzweifelte Bitte zu übermitteln, bevor er sich auflöst und seine Seele zurücklässt. Als den beiden Kontrahenten bewusst wird, was gerade geschehen ist, greifen beide nach Frisks Seele, aber Sans ist schneller. Kara ist zunächst begeistert von der Vorstellung einer Revanche, bis ihm klar wird, dass es nun Sans ist, der die Zeitlinie kontrolliert. Sans macht direkt Gebrauch von seinen verstärkten Kräften, um Kara aufzuschließen und von ein paar Gerstablastern hinrichten zu lassen, bevor er einen Reset durchführt. Megalomaniac erweist sich als cleverer Anfang für Glitchtail. Es beginnt als eine von vielen, zu der Zeit gerade besonders beliebten Interpretationen des Sans-Bossfights und endet als Aufhänger für eine ganz eigene Geschichte. Das Ende verdeutlicht auch einen Unterschied zwischen Flowey und Sans, denn während Flowey gar nicht genug davon bekommen konnte, Frisk zu töten, begnügt sich Sans mit einer einzigen, kurzen und effizienten Hinrichtung. Wenn Sans jemandem Leid zufügt, dann um ihn zu bestrafen, doch wenn es ihm sicher Genugtuung verschafft, bereitet es ihm keine Freude. Diese Episode ist auch insofern einzigartig, dass es ganze drei Versionen gibt. Einmal das ursprüngliche Release, das visuell identisch ist mit dem, was ich euch bisher gezeigt habe. Was ihr hier saht, war aber die Version, die für den Staffel 1 Film ein überarbeitetes Sounddesign von Strelok erhielt, der auch das Sounddesign für den Großteil der zweiten Staffel übernahm. Und dann gibt es noch die Reanimated Version zum 5. Geburtstag der Serie, die ich nur aus Gründen der visuellen Konsistenz mit dem Rest der ersten Staffel nicht verwendet habe. Ich würde sie zwar empfehlen, aber danach wirkt der Rest der Staffel schon wie ein Downgrade. Diese Version enthält aber ein paar zusätzliche Details, wie Karas Gesichtsausdruck nach Frisks Opfer. Für die nächste Folge, Yet Darker, spielt das alles aber noch keine unmittelbare Rolle. Erinnert euch an meine Frage vom letzten Mal. Nun ändern wir die Parameter ein wenig.
Ihr seid nicht mehr derjenige mit der absoluten Macht, sondern habt durch irgendein Ereignis erfahren, dass einer eurer engsten Freunde sie besitzt. Vielleicht habt ihr jetzt sogar eure Erinnerungen aus all den anderen Zeitlinien, was an und für sich schon schwierig ist, weil ihr dann Dutzende Erinnerungen hättet, die sich überlappen, aber auch widersprechen. Ihr wisst jetzt, ob und in welchem Ausmaß dieser Freund seine Macht missbraucht hat. Und selbst wenn es nie euch selbst getroffen hätte, könntet ihr ihn dann noch auf die gleiche Weise sehen wie zuvor. Dieser Frage muss sich nun Sans stellen. Die Zeitlinie wurde neu gestartet und Frisk hat wohl gerade den Eingang zu Waterfall erreicht. Aber ein Detail ist hier bereits anders. Wenn ihr genau hinseht, ich verlangsame es einmal für euch, seht ihr, dass Sans Auge, als er von Frisk aufgeschreckt wird, kurz in den blau-gelben Kampfmodus schaltet, den wir sonst nur während seines Bossfights sehen. Glitchtail ist voll von solchen Details und Freeze-Frame-Boni und ich bin gespannt, wie viele ich im Laufe dieser Analyse noch finden werde. Dieses hier habe ich erst beim Schreiben dieses Skripts gefunden. So etabliert Glitchtail bereits am Anfang ohne Worte die Tatsache, dass Sans sich an die vorherige Zeitlinie erinnert. Hier muss ich etwas klarstellen, das sowohl für das Verständnis von Glitchtail als auch von Sans als Charakter wichtig ist. Sans hat regulär keinen Einfluss auf die Zeitlinie, nicht so wie der Spieler und Flowey. In dieser Hinsicht ist er wie alle anderen Monster, die gelegentlich Déjà-vu-Erlebnisse haben, wenn der Spieler seinen Spielstand lädt und eine Situation erneut erlebt. Sans unterscheidet sich hier nur dadurch, dass er durch seine frühere Forschung die mögliche Existenz von Zeitreisen im Hinterkopf hat und kombiniert dies mit sehr aufmerksamer Beobachtung. Er hat seine Vermutungen, aber nichts Handfestes. Er erinnert sich nicht wirklich und er springt auch nicht durch Zeitlinien. Anders als andere Undertale-Fanfictions macht sich Glitchtail die Mühe, diese Abweichung von den üblichen Regeln sinnvoll zu begründen. Sans hat den Reset ausgelöst, also ist es nicht weit hergeholt, dass er sich auch daran erinnert. Jetzt wäre es eigentlich Zeit für das Treffen in Grilby's, aber stattdessen findet sich Frisk nach der Abkürzung in einem ihm völlig unbekannten Korridor wieder, samt einer Tür, die nicht dort sein sollte. Jeder vernünftige Mensch würde wohl zumindest versuchen, sich zunächst zu orientieren, aber wir reden hier von einer Person, die aus purer Neugier zum Massenmörder wurde, also sollte klar sein, was Frisk tut. Er überdenkt ganz in Ruhe die möglichen Konsequenzen seines Handels für sich und sein Umfeld bevor, Spaß, er macht natürlich die Tür auf. Während Frisk hinter der Tür auf eine seltsame Gestalt stößt, springen wir zurück zu Sans. Dieser will eigentlich über die ganze "Ich hab mal eben alle Monster getötet, um zu sehen, was passiert" Nummer sprechen, stellt aber schnell fest, dass er nur mit Luft redet. Sans Reaktion ist angemessen, wenn man bedenkt, dass er der Einzige ist, der in Undertale mit der Fähigkeit zur Teleportation dargestellt wird. Also entweder hat er versehentlich Frisk im Boden oder in einer Wand materialisiert, was schlecht wäre, oder etwas, oder vielmehr jemand, hat Frisk gezielt aus dem Teleport gerissen und woanders hin umgeleitet. Was auch schlecht wäre. Frisk ist währenddessen blind in die Falle gelaufen und muss feststellen, dass die Gestalt ihn nicht nur töten will, um an seine Seele zu kommen, sondern auch noch in der Lage ist, seine Reset-Fähigkeit zu unterdrücken. Dabei bekommen wir übrigens sogar einen Hinweis über eine weitere unüberlegte Entscheidung von Frisks Seite. Zu seinem Glück braucht Sans nicht lange, um 2 und 2 zusammenzuzählen und Frisk wiederzufinden. Zwar wird nun auch Sans Teleportation aus dem seltsamen Raum unterdrückt, das ist aber kein Problem, das ein Gasterblaster nicht lösen kann. Außerhalb des Raums wird die wahre Gestalt des Angreifers zumindest fast wiederhergestellt. Die Füße scheinen noch etwas schleimig. Was die Frage aufwirft, wieso er sich nicht selbst befreien konnte, aber vielleicht konnten die Wände des Raums nur von jemandem zerstört werden, der von außerhalb kam. Sans macht zwei Dinge deutlich. Er kennt den Angreifer, falls der Einsatz von Gasterblastern durch diesen es noch nicht deutlich gemacht hat, und er sieht keine Chance, einen Kampf mit ihm zu gewinnen. Jedenfalls nicht, bis ihm das Ende der letzten Folge einfällt und der Frisk signalisiert, sein Manöver aus der letzten Zeitlinie zu wiederholen. Frisk hat gar nicht die Zeit, Sans Anweisungen zu hinterfragen und überreicht ihm einfach seine Seele. Leider hat der Angreifer auf eine solche Gelegenheit gewartet. Er verletzt Sans tödlich und greift sich Frisks Seele, bevor dieser auch nur die Chance hat, Sans zu helfen. Während Sans im Sterben liegt, löst der Angreifer Frisks Körper auf und bereitet sich darauf vor, dessen Seele zu absorbieren. Zum Glück hat Frisk eine Geheimwaffe, Entschlossenheit, was es seiner Seele ermöglicht, Gaster zu entkommen und sich mit dem sterbenden Sans zu verbinden. Dieser wird dadurch vollständig geheilt und wieder auf sein Powerlevel am Ende der vorherigen Folge gehoben. Hier sehen wir jetzt erstmals das volle Ausmaß dieser Macht. Nachdem Sans demonstriert, dass er dem Angreifer nun in roher Feuerkraft mindestens ebenbürtig, eher noch überlegen ist, fährt sein Kontrahent schwerere Geschütze auf. Genauer gesagt, 7 Hände in den Farben der Menschenseelen und im folgenden Abtausch wird deutlich, dass alle diese Hände über eigene Angriffe verfügen, wobei eine von ihnen deutlich anders funktioniert als die anderen. Ich würde diesen Kampf ja mit einem Schachspiel vergleichen, aber wenn der mysteriöse Angreifer Schach spielt, spielt Sans Anarchie-Schach. Mit seinen verstärkten Fähigkeiten und seiner Auffassungsgabe fällt es Sans leicht, die Lücken in den Angriffen seines Gegners zu finden und auszunutzen. Man muss sich ja nicht von einem Schild zerquetschen lassen, wenn man diesen einfach überlasten kann. Phragokinese ist auch nicht so praktisch, wenn die eigenen Konstrukte von den erzeugten Explosionen zerstört werden können. Und Sans Gegner versucht es auch nur ein einziges Mal mit einer Kombination mehrerer Angriffe. Was zunächst nach Dummheit auf Seite des Angreifers aussieht, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, wie wir es hier tun werden, wird hier schon der Anfang eines Musters erkennbar.
Letztendlich gehen dem Angreifer die Züge aus. Selbst ein perfider Verstoß gegen Protokoll 1 der Genfer Konvention kann Sans nicht überlisten. Dennoch zeigt Sans einem Gegner, den er nun erstmals als G anspricht, Mitgefühl. Als er nach Gs Tod erneut einen Reset durchführt, gibt Sans Frisk die Nachricht mit, sich beim nächsten Durchlauf in den Ruinen Zeit zu lassen. Es gibt etwas, was Sans erledigen muss. Nachdem Camilla mit Megalomaniac ihren Hut in den Ring warf, was Interpretation des Sans-Boss-Fights angeht, folgt das etwa doppelt so lange Yet Darker mit einem weiteren fehlinterpretierten Charakter. Was oberflächlich betrachtet vielleicht nur wie ein Vorwand wirkt, um Sans gesteigerte Macht demonstrieren zu können, dient eigentlich dem Zweck, Setup für Glitchtails Interpretation von niemand geringerem als WD Gaster zu leisten. Wir werden sicher noch oft über Gaster sprechen, aber dazu sei gesagt, dass ich nicht wirklich vertraut mit vielen anderen Undertale-Fanfictions bin, insbesondere X-Tale und Underverse, wo ebenfalls eine Version von Gaster eine Rolle spielt. Gaster ist insofern offen für Interpretation, dass es nur sehr wenig gibt, was wir mit Sicherheit über ihn wissen. Selbst sein Aussehen ist nicht als sein eigenes bestätigt und das übliche Vorbild hat möglicherweise sogar gleich zwei Gesichter. Insofern kann keine Fanfiction behaupten, die eine korrekte Darstellung von Gaster zu haben, noch kann man ihnen eine falsche Darstellung des Charakters vorwerfen, solange sie sich an die wenigen durch Undertale vorgegebenen Aspekte halten. Das heißt natürlich nicht, dass manche Interpretationen nicht spannender als andere sind. Auch Yet Darker hat zwei neu animierte Versionen, allerdings nicht von Camilla selbst. Emuliel Arts, nicht zu verwechseln mit Galileel, hat die gesamte Episode komplett neu gezeichnet und vertont, was sogar von Camilla selbst gelobt wurde. Diese Version ist ein Upgrade in so gut wie jeder Hinsicht. All das gilt auch für die Version von Just a Sketcher, die sich aber weitgehend auf das Duell zwischen Sans und Gaster beschränkt. Hier wurde das Detail ergänzt, dass Gasters lilaner Chroma offensichtlich glitscht, was sich mit dem späteren Worldbuilding der Serie deckt. Und sie enthält auch eine Szene, die ursprünglich ein Easter Egg war und daher auch nicht Teil des Staffel 1 Films ist. Eine Szene, in der Sans seine Werkstatt betritt und ein Foto von sich, Gaster und einer verstorbenen dritten Person betrachtet, womit auch bestätigt wird, dass Gaster nach Glitchtail-Canon offiziell Sans Vater ist. Für weitere Details zu Gaster werden wir uns aber noch etwas gedulden müssen, denn als nächstes steht erstmal Determination an. Wie sprichst du mit jemandem, der in einer anderen Zeitlinie ein ganzes Volk nacheinander abgeschlachtet hat und auch dich töten wollte? Sans scheint nach der Aufregung der letzten Zeitlinie keine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage zu finden. Er ist vielmehr besorgt darüber, dass mehr seltsame Ereignisse auftreten könnten. Aus diesem Grund beschwört er Frisk, weitere Resets zu vermeiden. Sans befürchtet, dass jeder weitere Reset noch mehr Probleme verursachen könnte. Und damit hat er leider recht, denn während er Frisk dies erzählt, wählt sich im True Lab niemand Geringeres als Kara zurück in die Existenz. Und da Frisk scheinbar in den letzten Zügen eines weiteren Pacifist-Runs ist, ist genau dieser Ort auch sein nächster Halt. Aber bereits an der Oberfläche bemerkt Frisk, dass etwas seltsam ist. Am Eingang sind schwarze Ranken erschienen, die selbst Sans entgangen sind. Der Verdacht erhärtet sich, als Frisk in die Überreste von Endogeny tritt, ohne zu ahnen, dass er auf Schritt und Tritt verfolgt wird. Frisk dringt bis in den Raum vor, in dem sich der Entschlossenheitsextraktor befindet, und wird genau dort von Kara mit gezogenem Messer konfrontiert. Kara hat festgestellt, dass Entschlossenheit genügt, um in der Welt von Undertale physische Gestalt anzunehmen, und nachdem er die der Amalgamates absorbiert hat, reicht es für ein Part mit Frisk bezüglich der Kontrolle über die Zeitlinie. Mithilfe eines schwarzen Tentakels verfrachtet Kara Frisk in den Entschlossenheitsextraktor mit dem Ziel, sich damit selbst weiter zu stärken. Die Situation wurde zu Frisks Glück auch von Flowey beobachtet, der sofort den von ihm verhassten Sans alarmiert. Hierzu sollte ich erwähnen, dass eine von Camillas ersten Animationen über Flowys Duell mit Sans am Ende seines eigenen Genocide-Runs lose zum Glitchtail-Kanon gehört. Sans und Flowey haben keinen Grund, einander zu vertrauen, aber auch Flowey ist bewusst, dass Kara auf keinen Fall die Kontrolle über die Zeitlinie bekommen darf. Flowys Erinnerungen werden oft auf einen weiteren Glitch zurückgeführt, aber ich halte die Erklärung für viel offensichtlicher. Flowey hat durch Elfys Experimente an ihm eigene Entschlossenheit. Normale Resets beeinflussen also nicht seine Erinnerungen. Den Großteil von Undertale verbringt Flowey in dem Glauben, dass Frisk die Reinkarnation seines verstorbenen besten Freundes und Adoptivbruder Kara ist. Aber diese Version von Flowey hat sehr wahrscheinlich den Kampf zwischen Frisk und Sans sowie danach Kara und Sans beobachtet. Und auch wie Frisk Karas Angriff auf Sans abgefangen hat. Ihm muss also dadurch klar sein, dass die beiden nicht die gleiche Person sein können. Was mehr ist, als man von Teilen des Fandoms sagen kann. Und dann hat Flowey potenziell auch noch Teile des Kampfes zwischen Sans und Gaster in der vorherigen Folge mitbekommen. Er weiß also schon einiges, was er sonst nicht wissen könnte. Sans und Flowey gehen ein Zweckbündnis ein, um Kara gemeinsam zu konfrontieren. Mit Blick auf Megalomaniac wissen wir bereits, dass Kara Sans besiegen kann. Flowey muss also das Zünglein an der Waage sein. Kara ist auf jeden Fall bereit für einen Kampf. Wobei auch Camilla sich hier einen Fehler erlaubt. Sans wird von vielen Fans für den Comedian gehalten, mitunter auch, weil der Genocide Run eine Zeit lang buggy war. Aber wenn sich Kara in Snowdin über den ansässigen Comedian aufregt, ist damit nicht Sans gemeint.
Jetzt überlegt mal, welches Monster in Snowden unbedingt ein Comedian werden möchte, während Sans im MTT Resort extra separat von den Comedians und Tänzern gelistet wird und die Leute, die ihn kennen, seinen Humor eher anstrengend finden. Toriel gehört zu den wenigen Charakteren in-Universe, die ihn wirklich lustig finden. Und sie hat potenziell seit Jahrhunderten keine guten neuen Witze mehr gehört. Ich gebe euch ein paar Sekunden. Snowdrake. Die Antwort ist Snowdrake. Und dass das scheinbar viele Leute nicht wissen, ist ein Indiz für mich, dass große Teile des Fandoms ein bisschen zu stark für Sans simpen und dafür die Charakterisierung aller anderen Charaktere im Spiel ignorieren. Und das prägt die allgemeine Wahrnehmung. Camilla unterlaufen solche Fehler extrem selten. Das ist etwas, was sie von vielen anderen Fanfiction-Autoren unterscheidet und damit Glitchtail von vielen seiner Gegenstücke. Und falls ihr euch von Sans Simp angesprochen fühlt, Glitchtail hat ein paar böse Überraschungen für euch. Okay, Rand vorbei, zurück zum Kampf. Gemeinsam schaffen Sans und Flowey es tatsächlich, Kara bluten zu lassen, was schon mal impliziert, dass er weiterhin sterblich ist. Kara antwortet allerdings mit einem eigenen neuen Angriff, der Boden ist Lava oder wie er es, scheinbar inspiriert vom Amalgamate Lemon Bread nennt, seine persönliche Hölle. Sans schafft es, sich und Flowey in Sicherheit zu bringen und den Angriff mit Hilfe seiner Gaster Blaster zu neutralisieren, ermüdet aber dadurch. Mit diesem Wissen wendet sich Kara Flowey zu, den er nun offen als Asriel anspricht und deutlich macht, dass er ihm die Schuld an ihrer beider Tod gibt. Bevor aber irgendwer mehr als das tun kann, beendet der Extraktor seine Arbeit. Sans und Kara gehen beide sofort wieder ins Gefecht, aber Kara erzeugt eine Barriere, um zu verhindern, dass Sans die extrahierte Entschlossenheit zuerst absorbieren kann. Als Kara die Lücke ausnutzen will, um eben dies zu tun, ist es Flowey, der interveniert und Karas Arm mit einer Ranke festhält, sodass sich der Orb genau außerhalb von Karas Reichweite befindet. Sans wagt einen weiteren Versuch, aber Kara hat nicht vor, sich aufhalten zu lassen. Nach dieser schmerzhaft klingenden Demonstration seiner Entschlossenheit entkommt Kara. Er hat sein Ziel erreicht. Während Sans Frisk einsammelt und Kara ein neuer schwarzer Arm wächst, etabliert das gefallene Kind seinen eigenen Spielstand. Und Glitch hält seine Tradition, jede Folge mit einem Title Drop zu beenden, auch wenn sich erst die zweite Staffel hier richtig festlegt. In einer After-Credit-Szene, die es sogar in den Film schaffte, kehren Frisk, Flowey und Sans in dessen Werkstatt zurück. Während Flowey völlig verzweifelt ist, bekundet Sans seine Absicht, Hilfe zu holen, um Kara aufzuhalten. Die Termination macht deutlich, dass Megalomaniac und Yet Darker nur ein erweiterter Prolog waren. Hier beginnen nun die Fäden zusammenzulaufen. Aber so sehr ich gerade über das Verständnis des Fandoms bezüglich Sans hergezogen habe, ist das doch noch gut im Vergleich zu dem, was Kara abbekommt. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es verteilen werde, aber ich werde es sicher schon mal im nächsten Teil, Your Best Friend, zumindest anreißen. Wie hält man einen Dämonen auf? Noch dazu einen, für dessen Schöpfung man selbst gänzlich verantwortlich ist. Kara ist nun mächtiger als je zuvor und der vorherige Kampf lief bereits nicht gerade zugunsten von Sans und Flowey. Und Frisk ist in keiner Verfassung, um zu helfen. Sans lässt sich von all dem aber nicht unterkriegen. Er ist sogar noch in der Lage, Flowey zu ärgern, indem er einen Schraubenschlüssel aus seiner linken Hand teleportiert, nur damit Flowey ihn in Sans rechte Hand zurückwerfen muss. Total unnötig, aber wir reden hier von jemandem, der mehrere Jobs hat, damit er mehr Pausen machen kann, also passt das perfekt zu seinem Charakter. Dieses Mal gelingt, was zuvor unmöglich schien. Sans repariert den Bring Gaster Zurückinator. Nebenwirkungen beinhalten die Heilung von durch jahrelange Isolation in einer schwarzen Leere hervorgerufenem Wahnsinn. Zurück in der Welt der Lebenden, diesmal sogar mit Beinen, wird schnell deutlich, wo Sans seinen Sinn für Humor her hat. Frisk ist zunächst beunruhigt, aber Gaster versichert ihm, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Was Sinn ergibt, da sein Handeln in Yet Darker durch Verzweiflung motiviert war, für die es nun keinen Grund mehr gibt. Dass die Reparatur des Geräts nun möglich ist, wird auch auf einen Glitch zurückgeführt, aber auch hier halte ich die Erklärung für offensichtlicher. Sans hat jahrelang versucht, seinen Vater zu retten und dabei mehr über die Zeitlinie erfahren, als ihm lieb war. Also hat er irgendwann aufgegeben. Aber durch die Ereignisse von Yet Darker weiß er nun mit Sicherheit, dass Gaster noch lebt und hat dabei vielleicht sogar den entscheidenden Hinweis über die Natur der Void bekommen, in der Gaster all die Jahre gefangen war. Hier muss also gar kein Zufall im Spiel sein und sowas ist in der Regel auch besser für die Glaubwürdigkeit einer Geschichte. Sans informiert Gaster über die Lage und bittet ihn, die Gruppe in den Lagerort der 6 Menschenseelen zu teleportieren.
Dort angekommen übergibt Sans die Seelen an Flowey, um ihm die Verwandlung in Omega Flowey zu ermöglichen. Camilla zufolge hätte sich Sans nach den Ereignissen von Megalomaniac und Yet Darker irgendwann verflüssigt, wenn kein Reset stattgefunden hätte. Das widerspricht zwar der Idee, dass ein Monster mit einer Menschenseele super gefährlich sein soll, aber es fügt einen weiteren Grund hinzu, wieso Sans diese Seelen nicht selbst absorbiert. Wir wissen ja bereits, wie mächtig Emmett Frisks Seele wird, aber andererseits ist sich Sans dadurch auch bewusst, dass das Bewusstsein der absorbierten Menschen weiterhin präsent ist, wie auch Asriel seinerzeit mit Kara herausgefunden hat. Sans hat also vermutlich auch aus dem Grund ein Problem damit, eine der Seelen zu absorbieren, und noch dazu weiß er, dass Flowey bereits mit der Macht der 6 Seelen vertraut ist. Für den bevorstehenden Kampf mit Kara gibt es aber bereits jetzt ein böses Omen. Selbst mit den 6 Menschenseelen kann Flowey nicht die kombinierte Entschlossenheit von Kara, Frisk und den Amalgamates übertreffen und Kara so die Kontrolle über die Zeitlinie nehmen. Und das ist bevor Kara noch die übrige Entschlossenheit, die Alphys von den Menschenseelen extrahiert hat, absorbiert. Und so beginnt ein weiteres ungleiches Schachspiel. Frisk ist der König, praktisch machtlos, aber alles steht und fällt mit ihm. Gaster ist die Dame, wird aber zunächst mit der Aufgabe betraut, Frisk zu schützen und Karas Reset-Fähigkeiten zu unterdrücken. Nicht, dass Kara einen Anlass zu einem Reset hätte. Hier kommt es potenziell auch zu einem Kontinuitätsfehler, denn wir erfahren später, dass Gasters Lidanachroma eigentlich nicht funktionsfähig ist. Andererseits setzt er ihn in diesem Kampf auch nicht tatsächlich ein und hat ihn vielleicht nur beschworen, um Kara nicht über diese Lücke zu informieren. Sans ist der Springer. Ich hatte ihn erst als Läufer eingeschätzt, aber er verbringt lange Zeit auf Gasterblastern und hat bereits in Yet Darker bewiesen, dass er Gaster so ausmanövrieren kann, wie der Springer die Dame. Und Flowey ist dann wohl der Turm. Kara dagegen ist mindestens das, was man im Anarchieschach den Nook nennt. Die Kombination aus Turm und Springer mit all ihren Fähigkeiten. Flowey und Sans führen die ersten Angriffe gegen Kara aus, erreichen aber damit nichts, sodass sich Gaster schnell gezwungen sieht, mehr als nur aus der Ferne zu unterstützen. Aber auch gemeinsam mit Flowey gelingt es ihm nicht, Kara zu verletzen. Umgekehrt sieht das schon anders aus. Zum Schock aller Beteiligten schafft Kara es mit einem Geduldsseil, einen von Flaueys Armen abzureißen. Nur Sans interveniert schnell genug, um Schlimmeres zu verhindern. Gaster erkennt, dass dieser Kampf schnell beendet werden muss, wenn Kara das Team nicht zermürben soll, und setzt zum ersten Mal seine Monotoniefähigkeit ein, um ein Merkmal durch alle 7 Hände gleichzeitig zu kanalisieren. Trotz Sans zusätzlicher Hilfe mit Schwerkraftmanipulation weicht Kara allen Angriffen aus und nutzt die Chance, die sich ihm bietet. Gaster hat Frisk ungeschützt gelassen. Der König steht im Schach, und Gaster erkennt zu spät, dass er selbst nicht das Ziel ist. Sans teleportiert sich vor Frisk, aber Gaster hat nicht vor, seinen Sohn sterben zu lassen und teleportiert sich seinerseits vor Sans. Karas Angriff trifft ihn mit voller Stärke, und obwohl er überlebt, ist klar, dass er nicht weiterkämpfen kann. Gasters Verletzung führt dazu, dass nun Sans angepisst ist und seinen wahren Spezialangriff einsetzt, den wir selbst im Genocide Run nie gesehen haben. Und das auch noch erfolgreich. Dieser schieren Feuerkraft kann selbst Kara weder entkommen noch widerstehen. Zu Team Frisks Pech hat aber auch Kara eine Geheimwaffe. Entschlossenheit. Und so fügt sich seine Seele wieder zusammen, so wie er es auch Frisk unzählige Male im Kampf gegen Asriel ermöglicht hat. Sans ging es gerade noch, Flowey aus der Schusslinie zu bringen und sich mit einem Gasterblaster vor Karas Gegenangriff zu schützen. Dass Kara überhaupt eine Seele besitzt, ist tatsächlich das Ergebnis eines Glitches. Normalerweise besitzt Kara während der Ereignisse von Undertale keine Seele und hat damit ein ähnliches Gefühlsleben wie Flowey, bevor dieser schrittweise zum Mörder wurde. Aber einen entscheidenden Unterschied zwischen Kara und Flowey gibt es. Kara kann durch Frisk Liebe spüren. Zumindest wenn Frisk sich dazu entscheidet, die Freundschaft der Monster zu suchen, die ihm begegnen. Aber natürlich hat auch das Gegenteil Auswirkungen auf Kara. Während Flowey Sans einsammelt, stellt Kara ihm die Frage, ob er weiß, wofür Schwarz steht. Natürlich ist es eine rhetorische Frage, deren Antwort Kara selbst gibt. Schwarz steht für Hass, etwas, wovon Kara jede Menge besitzt. Interessant finde ich hier dran, dass Monsterseelen allesamt weiß sind. Fast so, als wären sie das genaue Gegenteil. Und tatsächlich scheinen Monster gänzlich unfähig zu sein, echten Hass auf jemanden zu verspüren. Selbst nachdem sie Opfer eines Genozids durch die Menschen wurden, hatten sie kein Problem damit, Kara bei sich aufzunehmen und sogar als Teil der königlichen Familie zu betrachten. Und selbst im Genocide Run handeln die Monster, die sich Frisk in den Weg stellen, nicht aus Hass. Papyrus appelliert an die besseren Aspekte von Frisks Persönlichkeit. Undyne gibt ihren vorgeschobenen Hass auf die Menschen auf, als ihr klar wird, dass Frisk längst nicht mehr zwischen Menschen und Monstern unterscheidet. Metaton hat die Menschen ohnehin nie wirklich gehasst und hat sich bereitwillig geopfert in dem Wissen, dass er vermutlich kaum mehr als eine kurze Ablenkung sein wird, die aber vielleicht Alphys die Zeit gibt, ein paar weitere Monster zu evakuieren. Sans versucht zwar Frisk zu bestrafen, aber kann gar nicht die Mühe aufbringen, Hass zu empfinden.
Es ist viel mehr Trauer um Papyrus, die anderen Monster und all das, was hätte sein können. Und Asgore hat zwar wahrscheinlich einen gewissen Hass auf sich selbst und auf das, was nach dem Tod seiner Söhne aus ihm wurde, aber ihn belastet vor allen Dingen Schuld. Kara führt mit seinem Hass einen vernichtenden neuen Angriff aus, den Flowey zwar mit Hilfe der Menschenseelen abwehrt, aber dabei seine Transformation verliert. Team Frisk ist besiegt, und als Frisk verzweifelt um Hilfe ruft, reagieren weder die erschöpften Menschenseelen noch jemand anderes, wie auch Kara feststellt. Das gefallene Kind ist siegreich. Zumindest bis Frisk selbst aktiv wird. Denn Hilfe wird nur denen gewährt, die bereit sind, sich selbst zu helfen. Während sich seine Entschlossenheit wiederherstellt, wehrt Frisk Karas Angriff auf Flowey ab und gibt kurzerhand seine Seele an diesen weiter. Gemeinsam mit den nun revitalisierten Menschenseelen hat Flowey nun die Chance auf eine erneute Transformation. Und so sieht sich Kara kurzerhand der einen Person gegenüber, die ihn wirklich aufhalten kann. Seinem besten Freund. Your Best Friend baut unsere Hoffnungen auf, nur um sie danach systematisch einzureißen. Auch ohne den subtilen Hinweis, dass nicht mal Omega Flowey Kara die Kontrolle über die Zeitlinie streitig machen kann, ist es stets ein Fehler, Karas Entschlossenheit zu unterschätzen. Dieses Kind war bereit, sein eigenes Leben zu opfern, damit die Monster frei sein können. Das ist etwas, was Frisk nicht von sich behaupten kann, waren seine Tode doch nie von Dauer. Nach all diesem Setup sollte es nicht überraschen, dass Camilla im Staffelfinale, Continue, eindrucksvoll beweisen wird, dass sie eine der wenigen ist, die Karas Charakterisierung verstanden haben. Und wenn man bedenkt, von welch zentraler Bedeutung Kara für so viele Undertale-Fanfictions ist, ist es auch kein Wunder, dass dieses Verständnis von weitreichender Bedeutung für Glitchtale ist. Es heißt, zu irren sei menschlich, aber zu vergeben sei göttlich. Mit den Denkanstößen, mit denen ich die letzten Folgen stets begonnen habe, im Hinterkopf, wie viel könnt ihr vergeben? Sans hatte bisher noch keine Chance, diese Frage für sich zu beantworten, und das ändert sich auch nicht, als er vom Papyrus geweckt wird. Der Kampf mit Kara hat die Aufmerksamkeit der anderen Hauptcharaktere erregt, darunter auch Undyne, die gerade mit Gester spricht, und Asgore, der ratlos vor der schwarzen Kugel steht, die am Ende der letzten Folge entstanden ist. Im Inneren des Magic 8 Balls des Hasses stehen sich Kara und Azriel gegenüber. Azriel versucht, Kara zu beschwichtigen, aber Kara wehrt ab und beginnt, die Wahrheit über die Ereignisse der letzten Zeitlinien zu enthüllen. Der Genocide Run wurde einzig und allein von Frisk begonnen, und zwar aus keinem anderen Grund als Langeweile. Hier dekonstruiert Glitchtale die Wahrnehmung von Kara, die sich im Fandom leider viel zu breit gemacht hat, denn er ist leider zu einem sehr beliebten Sündenbock geworden. Viele Spieler scheinen den Eindruck zu haben, dass Kara Frisk während des Genocide Runs ganz oder zumindest stellenweise kontrolliert. Ersteres ist ein tolles Beispiel dafür, wie man Schuld weitergeben kann. Der Einzige, der Frisk zu irgendeiner relevanten Handlung zwingen kann, ist der Spieler. Das Spiel nimmt euch nur selten die Kontrolle über Frisk und nur an zwei Punkten die Entscheidung, ob ihr jemanden töten oder verschonen wollt. Und das ist in den letzten Phasen des Genocide Runs. Metatron Neo kann nicht verschont werden, sodass ihr an diesem Punkt nur noch durch eine bewusste Entscheidung zu einem Reset abbrechen könnt. Und nachdem ihr Sans besiegt habt, werden die Angriffe auf Asgore und Flowey fast automatisch ausgeführt. Abseits dieser Momente hält euch niemand davon ab, Papyrus zu verschonen, Monster Kid zu verschonen oder einfach nicht alle Monster in einem Gebiet zu grinden. Ebenso wie euch niemand gezwungen hat, Toriel zu ermorden. Aber auch die teilweise Kontrolle ist ausgemachter Blödsinn. Ein beliebtes Beispiel ist die Weigerung Frisk, sich hinter der praktisch geformten Lampe vor Papyrus zu verstecken. Aber wenn ihr glaubt, dass Kara Frisk davon abhält, dann müsst ihr im Umkehrschluss auch davon ausgehen, dass es Kara ist, der Frisk im Neutral und Pacifist Run hinter die Lampe bewegt. Der Spieler tut nichts davon und im normalen Gameplay kann er es auch gar nicht, da die Lampe normale Kollision hat. Damit fällt auch das Argument auseinander. Frisk handelt in jedem Playthrough von Undertale zu irgendeinem Zeitpunkt eigenständig, weil auch er ein eigener Charakter ist, den ihr ebenso prägt wie Kara. Kehren wir zum Ende des Genocide Runs zurück. Wenn ihr nicht vorher abbrecht, tötet Frisk Asgore und anschließend Flowey, ohne dass auch nur ein normaler Kampf begonnen wird oder ihr einen anderen Befehl geben könntet. Auch dies wird auf Kara zurückgeführt, aber dabei wird ignoriert, dass ihr zu diesem Zeitpunkt Level 20 erreicht habt. Die Implikation ist, dass ein Mensch, der diesen Punkt erreicht, gänzlich die Fähigkeit verliert, Gnade walten zu lassen. Ihr habt Frisk so konditioniert, dass Asgore und Flowey nicht mehr als zwei weitere Ziele sind. Und ganz ehrlich, wer sich ohne Vorwissen an Sans vorbeikämpft, wird nicht auf einmal Asgore oder gar Flowey verschonen wollen. Die Chance, Flowey zu töten, ist für nicht wenige ein Grund, den Genocide Run überhaupt zu versuchen.
Und auch ohne die Annahme, dass Kara der Erzähler ist, was ihn omnipräsent in allen Fällen machen würde, aber zugegebenermaßen nicht zu 100% bewiesen ist, so klar die vielen Andeutungen meiner Meinung nach auch sind, sollte diese genauere Betrachtung zeigen, dass Karas Wahrnehmung im Fandom nicht dem entspricht, was Undertale uns zeigen möchte. Toby Fox hat keinen einzigen Charakter geschrieben, der unverbesserlich bösartig ist. Selbst Flowey ist am Ende des Tages nur ein verängstigtes Kind, das seinen eigenen Tod verarbeiten musste. Also woher kommt die Annahme, dass Kara die große Ausnahme sein soll? Woher kommt die Annahme, dass Kara böse ist, böse war und immer böse sein wird? Es scheint Leuten nicht nur leicht zu fallen, die Dinge, die wir über Kara wissen, zu seinen Lasten auszulegen, sondern auch eine klare Doppelmoral an den Tag zu legen. Weite Teile des Fandoms werden dich für einen Arsch halten, wenn du ihnen sagst, dass du Asriel am Ende des Pacifist Runs nicht umarmst und verzeihst. Und wir wissen, dass Flowey selbst einen Genocide Run versucht hat und nur von Sans aufgehalten wurde. Auch Karas Handlungen am Ende des Genocide Runs und danach werden meiner Ansicht nach falsch ausgelegt. Kara beschreibt sich selbst als das Gefühl von Macht, das ihr mit jeder Belohnung, die ihr fürs Töten erhalten habt, gespürt habt. Das sehe ich aber nicht als objektiv wahre Aussage, sondern als Karas Versuch, mit dem, was er mit ansehen musste, fertig zu werden. Wie ich bereits in Determination erwähnte, verbringt Flowey den Großteil von Undertale in dem Glauben, dass Frisk die Wiedergeburt von Kara ist, so wie er selbst von Asriel. Erst zum Schluss findet er die Kraft zu akzeptieren, dass sein bester Freund tot ist. Potenziell, weil es Karas Stimme ist, die ihn dazu bewegt, aufzugeben. Aber im Genocide Run beginnt auch Kara zu glauben, dass Frisk er ist, was zur veränderten Reaktion führt, wenn ihr mit einem Spiegel interagiert. Wenn ihr euch Kara widersetzt und sein Angebot ablehnt, zeugt Karas Gesichtsausdruck zunächst nicht von Wut, sondern von Verwirrung. Bis zu diesem Punkt habt ihr alles getan, was Kara von euch erwartet hat. Freiwillig wohlgemerkt. Weshalb Kara euch die ebenso häufig fehlinterpretierte Frage stellt, seit wann ihr eigentlich das Sagen habt. Nach einem Genocide Run wird es noch interessanter, denn wenn ihr eure Verbrechen wiederholt, versteht selbst Kara den Sinn dahinter nicht mehr und versucht euch in die Richtung eines Pacifist Runs zu beeinflussen. Wenn ihr das tut, implizieren beide Enden, dass Kara nun die Fähigkeit besitzt, die Kontrolle über Frisk zu übernehmen, zumindest wenn er schläft. Gerade das Foto, das Kara euch zeigt, scheint zunächst anzudeuten, dass Kara die Hauptcharaktere ermordet hat oder dies zumindest plant. Aber so viel ich weiß, könnt ihr nach einem seelenlosen Pacifist Run, wenn ihr das Spiel wieder startet, normal mit Flowey reden, der euch bittet, keinen Reset durchzuführen. Erstens sollte Flowey wissen, wenn Frisk auf einmal zum Massenmörder geworden sein sollte, und zweitens wäre er ja wohl einer der ersten auf Karas Abschussliste. Deshalb interpretiere ich das Foto nicht als eine Absichtsbekundung, sondern als eine Botschaft, von Kara an den Spieler gerichtet. Ich habe nicht vergessen, was du getan hast. Und das schlägt sich auf andere Animationen und Fanart nieder. Wenn der Genocide Run das Thema ist, stellen viele den Sachverhalt so dar, dass Frisk entweder mehr oder weniger subtil von Kara kontrolliert wird, oder sie überspringen diesen Schritt sogar komplett und ersetzen Frisk gleich durch Kara. Die beiden werden als völlig austauschbar behandelt. Gleichzeitig käme niemand auf die Idee, eine Szene aus dem Pacifist Run mit Kara anstelle von Frisk darzustellen. Frisk im Kampf gegen Metatron Neo durch Kara zu ersetzen, wie es NHC Productions in seiner Interpretation eines möglichen Metatron Neo Bossfights getan hat, ist nicht ungewöhnlich. Wobei hier wenigstens zugegeben wird, dass es dem Kanon komplett widerspricht und andere Gründe hat. Vergleicht das mit Spectrum Elves Interpretation des Duells zwischen Frisk und Metatron EX. Hier Frisk durch Kara zu ersetzen wäre völlig fehlgeleitet. Das könnte wirklich ein ganzes Video füllen und sowas hatte ich auch mal vorbereitet, aber ohne Kontext fehlt meiner Meinung nach die Wirkung. Lange Rede, kurzer Sinn. Glitchtail macht all diesen Blödsinn nicht mit. Karas Verhalten ist begründet, und zwar dadurch, dass er mehrmals mit ansehen musste, wie Frisk systematisch die Leute umbrachte, die ihm wichtig waren. Man kann Menschen, gerade Kinder, bereits mit sehr viel weniger traumatisieren. Und nun hat Kara kein Vertrauen mehr in Frisk, seine Macht über die Zeitlinie nicht zu missbrauchen. Dazu kommt die unerträgliche Vorstellung, dass Frisk jetzt einfach einen Pacifist Run durchzieht und so tun kann, als sei nie etwas passiert, während Kara mit diesen Erinnerungen weiter existieren muss. Und die Glitches, die entstanden sind, weil Frisk bzw. Sans nun zwei Resets durchgeführt haben, die nicht mehr hätten möglich sein dürfen, die Zeitlinie gefährden. Während der ganze Hass, der während des Genocide Runs generiert wurde, direkt auf Kara transferiert wurde. Mit diesem Wissen macht Kara deutlich, dass Asriel trotz seiner neuen Macht nicht weiterkommen wird. Wenn er die Barriere zerstören will, müsste er dazu Frisks Leben opfern, da ein lebender Mensch seine Seele eigentlich nicht auf diese Weise weitergeben kann. Ein weiterer Reset ist ebenfalls keine Option, da die Zeitlinie bereits so beschädigt ist, dass sie dann wahrscheinlich zusammenbrechen würde. Stattdessen macht Kara Asriel ein Angebot. Kara kann nun die Löschtaste generieren, wie am Ende des Genocide Runs, aber er braucht eine weitere Person, die sie auslöst. Eine Wiedergutmachung für Asriels früheres Verhalten, das zu seinem und Karas Tod geführt hatte.
Die Zeitlinie zu vernichten wäre nach Karas Logik nicht so grausam wie zuzulassen, dass Frisk die Bewohner des Untergrunds weiter als seine Spielzeuge missbraucht. Und jetzt denk mal daran zurück, was Asriel erreichen wollte. Ein ewiger Zyklus aus Resets, damit Frisk und der Spieler bei ihm bleiben. Für einen Moment scheint Asriel ernsthaft über Karas Angebot nachzudenken, aber das Wissen, dass Frisk sie auch mehrmals zum Pacifist-Ende geführt hat, ruft Erinnerungen wach. Asriel hat das Gefühl, dass er in diesen Zeitlinien Frisk um Vergebung für seine eigenen Verbrechen gebeten hat und sie ihm auch gewährt wurde. Bedenkt hierbei, dass Asriel ein wahrer Pazifist war, der lieber gestorben ist, als gegen die Menschen zu kämpfen, die ihn angriffen. Und selbst er wurde irgendwann zu Flowey. Frisk war bereit, ihm eine zweite Chance zu geben. Und nun ist er bereit, den Gefallen zu erwidern. Mit der Wahl zwischen Löschen und Fortsetzen konfrontiert ist klar, dass es für Asriel nur noch den Weg nach vorne gibt und er gibt der Löschtaste die Airscore-Behandlung. Was folgt ist nicht nur eine Darstellung von dem, was passiert, wenn unbegrenzter Angriff auf unbegrenzte Verteidigung und Gesundheit trifft, sondern auch eine Umkehr des finalen Bossfights. In Undertale müssen Frisk und Kara zusammenarbeiten, um Asriel vor sich selbst zu retten. Dabei mit Frisk als Avatar und Kara als körperloser Begleiter, der mit Frisk eine eigene Entschlossenheit und Erinnerungen teilt. Nun ist es Asriel, der mit Frisks Hilfe Kara vor sich selbst retten muss. Asriel kämpft zunächst sehr defensiv und führt nur wenige eigene Angriffe gegen Kara aus. Keiner der beiden erreicht wirklich etwas, aber mit jedem Versuch, Kara zu beschwichtigen, wird dieser noch mehr von Hass verschlungen, bis nur noch ein Punkt in der Nähe seines Herzens frei bleibt. Kara versucht einen weiteren Angriff wie zuvor gegen Omega Flowey, aber Asriel kontert diesmal mühelos mit seinem eigenen Hypergunner. Kara nutzt die Ablenkung, um einen weiteren Angriff aufzuladen, aber gerade als er ihn ausführen will, werden die beiden Medaillons sichtbar, die Kara und Asriel füreinander gemacht haben. Dies bleibt bei beiden nicht ohne Wirkung. Karas Arm beginnt zu zittern und er zieht sich zurück. Asriel stellt währenddessen reumütig fest, dass er nicht bereit ist, gegen Kara zu kämpfen. Nun ist er überzeugt, dass der Mensch, den er kannte, immer noch da ist. Kara bestreitet dies und zerstört sein Medaillon und damit eines seiner zwei wertvollsten Besitztümer mit dem anderen. Aber es hat nicht die Wirkung, mit der Kara gerechnet hatte. Als ihm unvermittelt doch Tränen kommen, wird klar, dass Asriel recht hat. Asriel formuliert einen Plan, um Kara von seinem Hass zu säubern. Mit diesem Wissen ruft Frisk ein weiteres Mal um Hilfe. Als Kara wieder angreift, reagiert Asriel zu spät, aber die Menschenseelen sind am Ball. Nacheinander setzen sie alle ihre Geheimwaffen ein, während Asriel sie an Kara weitergibt. Güte. Beharrlichkeit. Gerechtigkeit. Integrität. Tapferkeit. Und Geduld. Mit jedem Mal treten Karas positive Erinnerungen an seine Zeit mit Asriel mehr in den Vordergrund, bis Frisk mit seiner eigenen Entschlossenheit, genauer gesagt dem Willen, das Richtige zu tun, abschließt. Kara ist nun völlig durcheinander und nun kommt der wichtigste Teil. Liebe. Die Liebe eines besten Freundes. Die Liebe eines Bruders. Asriel nimmt wieder seine kindliche Gestalt an und versucht erneut, zu Kara durchzudringen. Dieser wehrt sich immer noch, aber Asriel lässt sich dieses Mal nicht unterbrechen und erinnert Kara an die schönen Zeiten, die ihnen vergönnt waren. Und der Grund, wieso sie am Ende alles aufs Spiel gesetzt haben. Hass versucht ein letztes Mal, die Kontrolle über Kara zu übernehmen und Asriel anzugreifen, scheitert aber, als Asriel Kara so umarmt, wie es Frisk zuvor unzählige Male bei ihm getan hatte. Von seinen Gefühlen überwältigt kehrt Kara nun endlich zu seinem wahren Ich zurück. Aber einen Haken gibt es. Ohne Hass oder Entschlossenheit kann Kara nicht weiter seine körperliche Gestalt beibehalten. Mit dem Wissen, dass es für ihn keine Rettung gibt, macht er Asriel ein letztes Abschiedsgeschenk. Die Überreste der Seele, die entstanden ist, als Kara im True Lab erschienen ist. Damit kann Asriel die Tugenden der Menschenseelen, die er kanalisiert hat, dauerhaft speichern, sodass eine neue und völlig einzigartige Seele für ihn entsteht. Mit einem letzten Diss löst sich Kara auf, während Asriel zwar mit einer neuen Seele, aber ohne seinen besten Freund zurückbleibt. Frisk kann nun in seinen Körper zurückkehren und erhält die Kontrolle über die Zeitlinie zurück, während Asriel mit seiner neuen Seele und der Hilfe der 6 Menschenseelen die Barriere zerstört. Und so kommt es zu einem weiteren Pacifist-Ende, aber nun mit 2 weiteren Gesichtern. Nur ein Problem bleibt. Sans zieht Frisk zur Seite und erklärt, dass er sich an alle vorherigen Zeitlinien erinnern kann, einschließlich des Genozids, den Frisk verübt hat. Nun hat Sans nicht die Mittel, Frisk zu töten, zumindest nicht dauerhaft, aber er fragt, wann der nächste Reset stattfinden wird. Frisk bestreitet zwar die Absicht, aber Sans durchschaut ihn.
Er denkt eine Weile darüber nach und als er sein Menü erneut beschwört, akzeptiert Sand sein Schicksal. Nur um überrascht zu werden, als Frisk der Reset-Taste die Ascor-Behandlung zukommen lässt. Von nun an will er nur noch weitermachen. Mit dem Wissen, dass ein weiterer Reset nun unmöglich ist, ist auch Sans zufrieden und merkt an, dass seine Freundschaft mit Frisk wohl doch echt war. Es gibt zwar noch eine Szene nach den Credits, die Staffel 2 anteasern soll, aber wenn man möchte, kann man hier aufhören und hätte dennoch eine abgeschlossene Geschichte mit einem zufriedenstellenden Ende. Finaris Schicksal hat die Leute nach dem Release von Undertale sehr beschäftigt, ist er es doch, der dem sonst sehr optimistischen Ende eine bittere Note gibt. Das verlagert sich nun auf Kara, dessen Rolle im Pacifist Run ja ziemlich subtil ist und dessen Schicksal deshalb gar nicht so beachtet wurde, während der Wunsch, der mit dem Hashtag SaveGoatBro ausgedrückt wurde, erfüllt wird, zusammen mit der Rettung von Gäste aus der Void, womit auch Sans einen weiteren Grund zur Freude hat. Camilla hat es nicht nur geschafft, dass sich dieses verbesserte goldene Ende verdient anfühlt, sondern auch noch Aspekte eingebunden, die gar nicht damit in Verbindung standen. Zum einen Gäste, aber auch Karas Rolle im Genocide Run. Manche Leute interpretieren Megalos Strikeback als Karas Boss-Theme, als hätte es dieser Kampf nicht ins Spiel geschafft. Ein Bosskampf gegen Kara hatte aber nicht ins Konzept des Genocide Runs gepasst. Toby Fox hatte seine Gründe, dass der einzige wirklich neue Content der Kampf gegen Undyne the Undying und eben Sans ist. Deshalb hat auch Metatron Neo keinen richtigen Kampf bekommen. Erstens wäre es eine Belohnung gewesen, während ja eigentlich gewollt war, dass der Genocide Run keinen Spaß macht. Und zweitens würde es die ganze Aussage schwächen, dass an dem Punkt, an dem ihr auf Metatron Neo trefft, kein Monster gibt, das dem Spieler mit normalen Mitteln die Stirn bieten kann. Selbst Undyne hätte hier keine Chance mehr gehabt. Gegen Kara kämpfen und ihn besiegen zu können, müsste entweder dazu führen, dass ihr trotzdem verliert, oder dazu, dass ihr euch nicht den geheimen Konsequenzen eurer Taten stellen müsst. Camilla umschifft dies, indem sie die Regeln von Undertale auf eine Weise auslegt, die Wissen aus dem Genocide Run in den Pacifist Run überträgt und so das Verhalten der beteiligten Charaktere verändert. All dies erhebt Lich Tale deutlich über den Löwenanteil der Undertale-Fanfics und AUs. Staffel 2 wird sich mit Camillas Interpretation der Ereignisse nach der Zerstörung der Barriere befassen, ist aber sehr viel umfangreicher. Die Folgen sind jedes Mal länger geworden und allein Folge 1, My Sunshine, ist bereits so lang wie die halbe erste Staffel. Staffel 2 ist über 5,5 Stunden lang, während ihr Staffel 1 in 45 Minuten ansehen könnt. Mit Werbeunterbrechung würde sie also in einen normalen einstündigen Sendeblock im Fernsehen passen. Wenn ich diese Analyse also auch auf Staffel 2 ausdehnen wollte, müsste ich definitiv mehr als eine Woche Zeit pro Folge einplanen, wie ich es bisher getan habe. Ob ich das tue, hängt natürlich vom Interesse ab. In der Zwischenzeit will ich mir eine Serie vornehmen, die für die Minecraft-Fans unter euch interessant sein dürfte.